Liebe Zuschauer, willkommen zu SWR Aktuell mit diesen Themen. Reaktionen auf Referendum, wie hier lebende Türken den Ausgang der Wahl in der Türkei sehen. Traditioneller Ostermarsch, in Büchel demonstrieren Menschen für Frieden und gegen Atomwaffen. In vielen deutschen Städten gab es heute Ostermärsche der Friedensbewegung, auch in Büchel in der Eifel am Bundeswehr-Fliegerhorst. Die Aktivisten vermuten dort amerikanische Atombomben. Sie sind in Büchel alte Bekannte. Der Ostermarsch der Friedensbewegung hat am Fliegerhorst der Bundeswehr Tradition. Heute sind rund 200 Demonstranten gekommen, um gegen Atomwaffen zu protestieren. Ich habe Sorge, dass die Zukunft meiner beiden Enkel nicht sehr gut aussieht. Das ist für mich ein starker Motivator. Es sitzen mittlerweile nur noch Verrückte an den Knöpfen. Und da muss man schon dagegen sein und muss dafür sorgen, dass die Atomwaffen aus dem Land verschwinden. Weil ich dagegen protestieren möchte, dass Deutschland sich den UN-Verhandlungen zur Ächtung von Atomwaffen verweigert in New York. Ich glaube, das gehört zur Verantwortung auch meiner Generation, einfach nicht nur zu lamentieren und die Hände ins Schoß zu legen, sondern sich auch zu informieren und halt eben auch mal Flagge zu zeigen und bei so einer Aktion auch mal mit vor Ort dabei zu sein. Die Friedensbewegung vermutet auf dem Fliegerhorst 20 US-amerikanische Atombomben. Offiziell wurde das nie bestätigt. Die Aktivisten befürchten, dass die USA die Waffen in den kommenden Jahren erneuern. Sie fordern stattdessen, dass sie abgezogen und zerstört werden. Im Wahljahr wollen die Demonstranten besonders deutlich auf ihren Protest aufmerksam machen. Einmal, weil an der UN Verhandlungen stattgefunden haben, dass man Atomwaffen ächten will. Also sie sollen weltweit verboten werden. Das ist der eine Grund. Der zweite Grund natürlich auch die kommende Bundestagswahl. Wir möchten Druck auf diese Regierung oder auf die kommende Regierung machen, dass endlich diese Atomwaffen aus Deutschland verschwinden. In den nächsten 20 Wochen wollen die Friedensaktivisten immer wieder in Büchel demonstrieren. Unter anderem mit Mahnwachen, Sitzblockaden und Gottesdiensten.